Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem Uncut-Kanal Exocon Raw und zurück zu Lost Ark und unserer Reise durch Arcesia mit der Todesklinge Angret. Und wir kommen heute an in Rohendel, das heißt, wir sind Band 10, Kapitel 1, Schauderwellensee, der Hafen sozusagen von Rohendel, dem Elfengebiet, also dem tiefen, tiefen Elfengebiet, weil Nordwern ist ja eher so die... Ja, so halb Menschenmittelalter, halb Elfenmittelalter, alles so ein bisschen vermischt. Gucken wir mal an. Und dann schauen wir uns mal das Gebiet an. So ein klein wenig entsprechend gekleidet. Wir haben die erste Quest abgeschlossen. Das brauchen wir nicht alles abschließen. So, Abenteuerfoliant, neuer Kontinent hinzugefügt. Der erste vor uns, der schon eine Hörnchen bläst. Und wir haben Schauderwellensee, Rotun, also die Hauptstadt, Glaslotussee, Elzovins Schatten, Rosen der Böschung und Xenela Ruinen. Und da werden wir uns die nächsten Tage mal durchackern. Die Geschichte ist nicht so lang in Rohendel. Also die Videos sollten nicht so lang werden. Oh, wer hätte gedacht, dass ich dich hier treffe? Aber schauen wir mal. Wir haben endlich Rohendel erreicht. Verfluchten, sturen Sylvaner. Sylvaner sind die Elfen in der Welt von Arcesia. Arche? Was für eine Arche? Vergeude nicht meine Zeit, aus dem Weg. Oh, stimmt, wir sind an einem vorbeigelaufen. Tatsächlich? Davon weiß ich noch gar nichts. Ah, mir fällt auf. Tiere, wir haben das falsche Tier. Dann nehmen wir das da. Wir haben endlich Rohendel erreicht. So. Dann hoffen wir, dass wir jetzt hier... Was ist nun? Also wie immer die Ansage oder die Anmerkung... Das normalerweise ist hier, sind hier viel mehr Quests. Wenn ihr das zum ersten Mal durchspielt, gibt es ja noch viel mehr Sidequests. Wir arbeiten uns wie immer durch die Main Story. Vielleicht wissen die Sylvaner hier etwas darüber. Ja, die Sylvaner. Halt, halt, halt! Für Rotun ist ein Passierschein nötig. Ihre Majestät Arsene hat verfügt, alle Neuankömmlinge im Schauderwellenhafen zu inspizieren. Okay. Vielen Dank für deine Kooperation. Bitte zeig uns deinen Zutrittspass, so wie es das Gesetz vorschreibt. Ich benötige eine Einreisegenehmigung. Wie beantrage ich eine Einreisegenehmigung? Weißt du etwas über die Arche? Wenn du keinen Zutrittspass hast, dann beantrage bitte einen bei Erato von den Bambiri und warte, bis du deine Zutrittserlaubnis erhältst. Oh Gott. Im Moment erhalten wir eine Menge Anträge. Wenn du jetzt einen beantragst, erhältst du einen Pass in ungefähr 3 Jahren. Es hat sich nichts geändert. Ihr benötigt eine Erlaubnis. Wartet. Ich bürge für diese Person. Gerdia. Vergebt mir. Ihr habt euch einen ganz schönen Ruf aufgebaut. Folgt mir. Ich eskortiere euch. Was führt den großen Gerdia in unseren Hafen? Eine eigene Eskorte. Oh, das ist echt so ein wunderschöner Ausblick. Space Walls. Whales. Sie ist wohl mit dem Wiederaufbau von Xenila beschäftigt. Hier entlang. Es ist eine Ehre, eine Berühmtheit von einem anderen Kontinent zu treffen. Ich unterstütze dich gern. Wenn ich da fragen darf, warum bist du nach Rohendel zurückgekehrt? Zurückgekehrt?
Genug Geschichte. Ich suche die Arche. Ich bin nur eine Reisende. Tatsächlich. Dann hat dich möglicherweise das Schicksal nach Rohandel geführt. Ich habe großes Interesse an dir. Angret. Von der Ritterin Lutheras bis zu der Ingenieurin von Arthen erzählen alle Geschichten über deine Abenteuer. Aber wer wäre besser geeignet als du selbst, um die wahre Geschichte zu erzählen? Ich frage mich wirklich, inwieweit die Legenden der Wirklichkeit entsprechen. Könntest du mir etwas über eines deiner Abenteuer erzählen? Ich erzähle dir was von den Mokoko in Tortoik. Ich habe von Tortoik gehört, dem letzten der Felsenriesen. Du willst sagen, dass in seinem Körper kleine Wesen leben? Das müssen sicher so eine Art Elementare sein. Ich habe noch so viel zu lernen. Was für eine faszinierende Geschichte. Hast du noch mehr Geschichten, die du mir erzählen kannst? Ich habe in Shushire Gefangene befreit. Ich weiß, dass nicht alle Menschen so sind. Aber ihre Grausamkeit überrascht mich manchmal. Und das umso mehr, wenn es euren Gefängniswärtern an Mitgefühl mangelt. Ich habe gehört, dass viele Gefängniswärter in Shushire Bestechungen annehmen. Wie verachtenswert ist das denn? Jedenfalls bin ich sehr froh, dass du dabei helfen konntest, das Problem zu lösen, Angret. Für die Befreiten ist es wichtiger, was vor ihnen als was hinter ihnen liegt. Deine Geschichte war so unglaublich anschaulich erzählt. Ich hatte das Gefühl, ich hätte sie an deiner Seite erlebt, Angret. Du kannst gut Geschichten erzählen und bist ohnehin besonders. Du sagtest, dass du keinen Zutrittspass hast, richtig? Erlaube mir, dass ich dir einen ausstelle, als Gegenleistung für deine außergewöhnlichen Geschichten. Mit Hilfe des Zutrittspasses kannst du dich in Rohandel frei bewegen. Warum hilfst du mir? Weil ich freundlich bin. Rohandel ist ein friedvoller Ort. Du wächst und gedeihst unter dem Weltenbaum Elzowin, gemeinsam mit den Königinnen. Ich möchte nur, dass eine erschöpfte Reisende die Füße hochlegen und sich von ihrer langen Reise erholen kann, Angret. Klingt nach Einlullern. Wenn du weitere Informationen über den Gegenstand deiner Suche brauchst, schlage ich vor, dass du mit den Bambiri anstatt mit Fremden sprichst. Sie leben schon genauso lange in Rohandel wie die Silvaner. Ich hoffe sehr, dass du findest, was du suchst. Möge Elzowin dir immer Schatten spenden. Möge Elzowin dich segnen. Schatten spenden, segnen, passt. Danke. Ich muss mich entscheiden. Was soll ich essen? Arche? Was ist eine Arche? Halt! Kein Zutritt! Arche? Wer ist das? Im Dorf herrscht reges Treiben. Ein gutes Zeichen. Die Arche? Vielleicht weiß der alte Botambo etwas. Botambo? So schön. Die Arche. Es ist schon viele Jahre her, dass Fremde nach der Arche fragten. Die Bambiri kennen dazu in der Tat eine Geschichte. Nun, vielleicht eher eine Legende. Ich habe sie von meinem Großvater gehört, der sie von seinem Großvater gehört hat. In Rohandel gibt es, dank der Arche, Magie in Hülle und Fülle. Sag mir, möchtest du die versiegelte Magie gern einmal berühren? Wer weiß, vielleicht fühlst du ja die Kraft, nach der du suchst. Die Magiekugel entströmt eine starke Kraft. Spürst du etwas? Man kann diese Magie Rohandels Segen nennen. Sie ist vielleicht nicht die Arche selbst, aber vielleicht weiß Königin Azena, was damit gemeint ist. Sie mag zwar ein Sturkopf sein, aber sie ist auch weiser als jeder andere in Rohandel. Wie konntest du ihre Majestät so beleidigen? Versteh mich nicht falsch. Azena ist die anmutigste Silvanerin weit und breit. Nicht, dass ich sie jetzt persönlich kennengelernt hätte. Wie dem auch sei, Schatzsucher oder nicht, du darfst dich hier nicht aufhalten. Nur besondere Gäste sind im Dorf willkommen. Wenn du irgendetwas benötigst, solltest du dich zum Markt des Hafens begeben. Hafens. Ich habe den Zutrittspass von Gerdia. Ein Zutrittspass, der vom Flammenwächter selbst unterzeichnet ist? Ich habe seine Unterschrift noch nie gesehen. Der Flammenwächter persönlich hat es ihn dir gegeben? Warte mal, ich glaube, ich habe Gerüchte über dich gehört. Du bist Angret, nicht wahr? Du bist die Fremde, die sich mit Gerdia getroffen hat. Also, Angret, was genau führt dich in mein Dorf? Ich suche die Arche.
Die Arche? Nun, wenn die Sache mit Magie zu tun hat, wissen die Barbieri wohl nur wenig darüber. Mein Freund Arwen hingegen weiß möglicherweise etwas. Von allen Sylvanern, denen ich in meinem Leben begegnet bin, ist Arwen der ungeschickteste überhaupt. Aber er kennt sich mit vielem aus. Arwens Haus ist nicht weit von dem Markt entfernt. Besuche Arwen doch einmal und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe zu arbeiten. Wessen Urenkelin ist das? Ziemlich lebhaft. Wir haben in der Mitte eine neue Quest. Biri Tilbu. Ein Monster ist aufgetaucht. Scharfe Zähne, grässliche Augen. Wow. Darauf mit seinen Klauen unschuldige Passanten die Köpfe abzureißen. In dieser Kiste ist etwas. Grink. Miau. Kätzchen. Miau. Miau. Das Kätzchen jammert mit kraftloser Stimme. Ich suche besser im Hafen nach dem Besitzer des Kätzchens. Akzeptiere die Umarmung. Der Arm ist zusammengebrochen. Harix, Monster, flüchteinflößend. Tilbu scheint bewusstlos zu sein. Bringen wir ihn zu seinem Besitzer zurück. Oh, Antoinette. Wo warst du nur? Oh, bitte verlass mich nie wieder. Die Katze faucht wütend und schlägt mit ihren Pfoten um sich. Autsch, Antoinette, warum hast du mich gekratzt? Wärst du nicht gewesen, gütige Abenteurerin, hätte ich meinen kleinen Engel nie wiedergefunden. Vielen, vielen Dank. Ich frage mich, ob es Arsena gut geht. Ich habe Lenora letztens im Wald getroffen. Schön für dich. Im Hafen herrscht ein ziemliches Gedränge. Was in aller Welt hast du denn nun schon wieder angestellt? Was ist das? Dieser Trottel. Was hat er jetzt angestellt? Du bist zur rechten Zeit gekommen. Arwen scheint nicht zu Hause zu sein. Und in seinem Haus wimmelt es von, nun, was auch immer diese Dinger sind. Hier muss von oben bis unten alles sauber gemacht werden. Geh doch mal hinein, dann wirst du Truhen sehen, die im Haus herumrasen. Und um die müssen wir uns zuerst kümmern. Lass mich bitte gehen. Im Gegenzug entlohne ich dich mit Fischen. Sei still, oder ich werfe dich ins Meer. Ab durch Stargate. Die Truhe beginnt sich zu bewegen. Freiheit für die Truhen. Wie bist du an uns vorbei? Arwen spielt gerne Streiche mit seiner komischen Magie. Kein Wunder, dass er aus Rothruhen verbannt wurde. Also der Hauptstadt, die als nächstes Gebiet kommt. Herumlaufende Truhen und fliegende Bücher. Pah! Das erklärt, warum er sich seit einer Weile nicht mehr bei mir gemeldet hat. Ich räume das verstreute Papier zusammen. Könntest du vielleicht in der Zeit die fliegenden Bücher einfangen, Angret? Raus aus meinem Haus. Er ist ein Buch über Xenela Sylvana. Ich werde zum Berserker. Ohne Witz. Über die Traummagie. Nach den Angriffen der Traumdämonen sammelte ich Proben der Traummagie, die im Garten der Königin zurückgeblieben war. Meine Untersuchungen zeigen, dass diese Traummagie im Prinzip auf Täuschung beruht. Traummagie ist mehr auf die Angst des Ziels angewiesen als auf die magischen Fähigkeiten des Wirkenden. Interessant ist aber auch, dass diese Magie bei unbelebten Objekten genauso gut wirkt wie bei Lebewesen. Magier des Turms der Dämmerung. Und da ist noch ein A, was abgeschnitten ist. Es ist ein Buch über Elzowins Magie. Okay, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Rohhendels Magie. Wir untersuchten Rohhendels ungewöhnliche Magie nun schon seit einiger Zeit. Den Berichten unserer Forscher zufolge gibt es einige einzigartig geformte magische Partikel, nur in Rohhendel und nirgendwo sonst in Arcesia. Erzmagierin Elaine behauptet, dass diese einzigartige Eigenschaft etwas mit Elzowin zu tun hat und bestand darauf, dass wir den Weltenbaum untersuchen.
Aber der Turm der Dämmerung hat sich einer Untersuchung Elzowins bislang hartnäckig widersetzt. Eliko, Erzmagier des Turms des Morm, fehlt, glaube ich, auch etwas. Abgesehen davon, dass die Katze hier irgendwie in einer Dauerschleife läuft. Genauso wie der Hammerhai. Das Papier bewegt sich. Froschi? Der Froschi deutet auf das Blatt Papier, das in der Nähe der Reagenzgläser auf dem Boden liegt. Wovon redet es? Habe ich wieder versagt? Hilfe! Das von Froschi erwähnte Papier. Arwen! Warum bist du ein Frosch? Er muss irgendeine bizarre Beschwörung studiert haben. Irgendwo in der Nähe gibt es einen speziellen antimagischen Ast. Finde ihn, berühre dann den Frosch mit ihm. Ich meine Arwen. Stupse Arwen damit an. Ich fasse es einfach nicht. Sammle die Zweige des Baums auf. So, dann stupsen wir mal den Frosch. Gott sei Dank ist das nicht ein Strohhalm. Froschi? Das wird gar nicht wehtun, hoffe ich. Mann, ich dachte, diesmal wäre alles richtig. Immer noch ein Frosch. Und ich habe immer noch Insektengeschmack im Mund. Die Katze hat gerade eben eine Drehung gemacht. Puh, den Göttern sei Dank. Ich muss nicht als Frosch sterben. Du hast mir das Leben gerettet. Ich wusste, du würdest... Moment mal, kenne ich dich irgendwoher? Ich würde mich gern vorstellen. Ich würde dann erstmal meine ganzen 1000 Titel aufzählen, das überspringen wir mal. Dein Name kommt mir bekannt vor. Haben wir uns zuvor schon einmal getroffen? Ah, jetzt erinnere ich mich. Du bist diese Abenteurerin, die den Kontinent bereist, nicht wahr? Ein schwerer Fall von Reiselust, was? Kann man das als Krankheit bezeichnen? Hast du schon von mir gehört? Weißt du, wo sich die Arche befindet? Hast du schon von mir gehört? Ha, ich bin nicht so unwissend wie manch anderer Silvaner. Berühmte Helden wie dich erkenne ich immer. Ich wusste es, du bist gekommen, um die Arche... Also, hast du die Arche? Weißt du, wo die Arche ist? Ich wusste es, du bist gekommen, um die Arche zu suchen, richtig? Das bedeutet, dass meine Theorie möglicherweise richtig ist. Schon seit langem untersuchen wir Silvaner Magier Rohendels Fülle an Magie. Es gilt als allgemein gesicherte Erkenntnis, dass Rohendel seinen Reichtum an Magie den Weltenbaum Elzowind verdankt. Gut und schön. Aber ich habe da eine andere Idee. Ich glaube, dass diese Fülle an Magie etwas mit der Arche zu tun hat. Das ist wohl kaum ein Zufall. Aber der Zustand der Magie in Rohendel ist besorgniserregend. Manchmal kommt man nicht umhin, den lieben langen Tag lang ihre Kraft zu vernehmen. An anderen Tagen hingegen ist sie kaum wahrnehmbar. Für Rohendel bedeutet das nichts Gutes. Um dieses Phänomen zu untersuchen, benötigen die talentierten Magier die Unterstützung der Bambiri. Und die von noch jemand anderem. Glücklicherweise steht die ideale Person für diese Aufgabe, Entschuldigung, direkt vor mir. Sag mal, Angrid, wie wäre es, wenn du dich uns anschließt? Ich kümmere mich um die Forschung und du beschaffst mir Informationen. Gemeinsam werden wir die Arche finden. Der ist ja willig. Ich werde dir helfen, die Arche zu finden. Ich dachte, wir... Egal. Was soll ich als erstes tun? Ich möchte dir im Moment nicht helfen. Du willst unbedingt sofort loslegen, nicht wahr? Das gefällt mir. Also gut, fangen wir an. Die ungewöhnlichen magischen Aktivitäten treten vor allem in Rohendel auf. Der Schauderwellensee ist einer der Orte, der für seine Fülle an Magie besonders bekannt ist. Teilen wir uns auf und untersuchen das Gebiet. Gib mir Bescheid, wenn du auf etwas Verdächtiges stößt. Wow, du scheinst ziemlich berühmt zu sein. Ich habe Arwen noch nie so aufgeregt gesehen. Er mag vielleicht nicht so aussehen, aber er kann manchmal wirklich von Nutzen sein. Bitte passt gut auf ihn auf. Von Nutzen. Sag mal, Arwen, wie lange warst du eigentlich ein Frosch? Es muss ewig gedauert haben, mein Haus sauber zu machen.
Ilvana Magia Eda. Da es ist. Oh, du bist wohl der Gast der Flammenwächters, oder? Deine Kraft ist fabelhaft. Sehr interessant. Macht es dir etwas aus, uns zu zeigen, wozu du imstande bist? Mein Gott, heute ist ja echt der Frosch im Hals. Ich habe einige magische Konstrukte für dich beschworen. Bitte tu dir keinen Zwang an. Na klar doch. Aber was soll es denn sein? Da hinten? Es scheint keine Reaktion zu geben. Wir müssen uns auf die Stabilisierung der Magie konzentrieren. Wurde etwa Xenilas Magie stabilisiert? Sie sieht in Ordnung aus. Sind alle Abenteurer außerhalb von Rohendal so bewandert im Kampf? Ich habe noch niemanden gesehen, der sich so schnell bewegt wie du. Danke, das war eine hervorragende Lernerfahrung für mich. Gerne geschehen. Das ist seltsam. Okay. Ein Stück Papier in Form eines Schmetterlings flog auf uns zu. Sie zerfällt und Arwens Stimme erklingt. Ich bin's, Arwen. Ich hoffe, du bist fertig, wenn du das hier liest. Komm zum Uferplatz. Ich habe etwas Unglaubliches gefunden. Ich würde gerne ein Magier des Turms der Dämmerung werden. Hier! Basierend auf der Intuition eines Magiegenies wie mir... ist die Magie von allen Orten in Rohendal genau hier am instabilsten. Wir müssen hineingehen, um das zu untersuchen. Obwohl ich bezweifle, dass uns die Wachen so einfach hineinlassen wird. Aber ich habe eine weitere großartige Idee. Sieh und staune. Dieser Unsichtbarkeitstrank hätte ohne meine beachtliche Genialität nie das Licht der Welt erblickt. Ich habe ihn aus Tau gebraut, den ich von Jintre-Wurzeln und Elzowind gesammelt habe. Los, trink ihn und dann lass uns ein paar Hinweise sammeln. Okay. Aber es gibt einen Grund, weshalb wir vorher nie einen Unsichtbarkeitstrank hatten. Meine Finger nimmt eine seltsame Form an. Mist, schon wieder versagt. Arwen, was hast du diesmal angestellt? So, wir können jetzt angeben, wie wir uns fühlen. Wütend, befragen. Frage. Ich übernehme die volle Verantwortung. Nächstes Mal klappt es. Okay, Versuch Nummer 2. Vielleicht hätte ich mehr Ginbaumwurzel nehmen sollen. Mein Körper scheint durchsichtig zu werden. Großartig, es funktioniert! Wenn der Effekt nachlässt, nutze den Unsichtbarkeitstrank einfach nochmal. Okay. Hallo, Mister? Das ist seltsam. Die Energie des Wassers ist stabil. Aha. Was hast du gerade gesagt? Soll ich Ihre Majestät über diesen Vorfall unterrichten? Es strahlt einen fluoreszierenden Glanz ab. Du verfügst über interessante magische Fähigkeiten. Ich habe Schritte gehört. Die Zweige um die Sphäre biegen sich. Wer ist das? Wer da? Wir verdrücken uns mal lieber. Das ist sehr seltsam. Das Baumelementar ist gefallen. Hey, hör sofort auf damit und komm hierher. Dies ist ein Sperrgebiet. Hör auf, hier rumzuschleichen. Jeder Eindringende riskiert die sofortige Ausweisung aus Rohendal. Ich untersuche die Magiekugel. Ich sehe mich nur um. Ach wirklich? Klingt, als könnten wir uns selbst darum kümmern. Bitte geh jetzt. Jemand beobachtet uns.
Ein guter Rat. Halte dich von Arwen fern. Er ist vernarrt in Dämonenmagie. Da, wo er hingeht, folgt ihm der Ärger auf dem Fuße. Wie meinst du das? Du wusstest es nicht? Er erforscht die Traummagie. Von Brelshaza, der Kommandantin der Phantomlegion, die früher einmal Rohenden bedroht hat. Darum wurde er aus Grotun fortgejagt. Ich kann nicht fassen, dass er hier aufgetaucht ist. Was hat er vor? Du bist Gerdas Gast, daher werde ich diese Sache nicht weiter verfolgen. Aber bitte sag Arwen, dass er aufhören soll, Schande über den Turm der Dämmerung zu bringen. Schande! Hat er was Komisches erzählt? Was? Wo ich hingehe, soll mir der Ärger auf dem Fuße folgen? Ha! Er ist noch immer so engstirnig wie früher. Gibst du dich wirklich mit Dämonen ab? Erzähl mir, was mit dir passiert ist. Die Kurzfassung. Wegen der Traummagie wurde ich aus Rotun rausgeworfen, aber das ist mir egal. Es gibt einfach zu viele Leute, denen ich nicht gefiel, dass ich mich damit befasste. Nichts hätte mich glücklicher machen können, als endlich diesen Ort zu verlassen. Dieser sturen, engstirnigen Esel. Aber wir können nicht zulassen, dass uns die Dämonen mit demselben Trick noch einmal reinlegen, oder? Also gut, Angret, sei ehrlich zu mir. Was denkst du? Glaubst du, dass ich falsch liege? Ja, es ist falsch, die Dämonen zu erforschen. Um mehr über die Dämonen zu erfahren, müssen wir sie studieren. Ja. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Man muss aufgeschlossen sein, wenn man die Arche finden will. Mir ist es egal, was andere denken. Ich werde meine Studien wegen ihnen nicht aufgeben. Vor kurzem konnte ich einige sehr interessante Ergebnisse erzielen. Fragezeichen? Hast du diesen Lärm gehört? Vorsicht! Magie! Opa! Turan! Komm zurück! Ich muss sehen, ob es meinem Opa gut geht! Turan! Verdammt! Nanu, was ist denn da passiert? Okay, wir müssen da lang. Wir nehmen das Hottehü. Mein Kopf! Ist die Magie in der Siegerstätte außer Kontrolle? Ein Chaos-Dungeon betreten. Aufgebrochene Siegelstätte. Das Anwesen der Sylvana am Schauderwellensee, dem Herzen der magischen Eruption. Du musst die Eruption aufhalten und die Dorfbewohner retten. Sind wir hier die einzige Feuerwehr? Bleib stehen! Hilf mir bitte jemand! Was in aller Welt ist hier los? Ich rufe die Wachen. Besser ist. Die Elementare weinen. Vielen lieben Dank. Ich kann nicht rennen. Danke. Irgendwo sind hier noch Bewohner unter den Trümmern. Aber wo? Die Elementare weinen. Danke. Vielen lieben Dank. Was in aller Welt ist hier los? Ich kann dich leider nicht mehr befreien. Der Counter sagt nein. Magie kann nicht außer Kontrolle. Danke für meine Rettung. Was ist in Rohendel passiert? Irgendwie ziehen wir den Ärger. Eigentlich sollten wir uns irgendwo zurücklehnen, einfach nur hinsetzen und nirgendwo hinreisen, dann würden wir nicht so viel Ärger machen. Wir ziehen den magisch an. Von hinten ist sanft eine Schwingung spürbar. Oh nein, es wackelt. Pass auf, Turan!
Die Elementare reagieren darauf. Jetzt ist frostig. Die Magiekugel stabilisiert sich langsam. Es kommen noch mehr. Der Sprungpunkt war noch gesetzt. Den großen Brocken wegräumen. Wir müssen ihn lockern und dann zerstören. Oh nein, Vorsicht, tobende Elementare kommen auf uns zu. Pass auf, da kommen noch mehr. Wir haben erstmal überlegt, ob sie kommen oder nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Nein, da kommt noch was. Ich denke, der Brocken ist genug bearbeitet. Komm her und hilf mir, ihn zu zerstören. Gute Arbeit. Großvater! Oh, Opa ist der Bambiri. Gute Arbeit. Und nun? Ja. Wow! Die Magie wird explodieren. Lauft! Majestät! Herrje! Ich glaube, die Krise ist vorüber.
sei Dank. Wir sind nicht zu spät. Du verfügst über eine besondere Kraft. Eigentlich hat der andere Typ. Reden wir nicht drüber. Dank dir konnten wir die magischen Eruptionen stoppen. Kannst du mir jetzt bitte erzählen, was hier passiert ist? Ich kam hierher, um Butambo zu retten. Ich wurde von Elementaren angegriffen. Die Magie gerät außer Kontrolle. Rohendel verfügt von Natur aus über einen Überfluss an Magie. Obwohl wir wissen, wie man sie richtig einsetzt, bricht sie anscheinend manchmal von selbst aus. Aber seit damals in Xenela ist es nicht mehr so schlimm gewesen. Ich muss mit euch etwas besprechen. Kommt bitte nach Rotun. Ich erwarte euch dort im Turm der Sonne. Inanna. Die zweite Königin. Die teilen sich sozusagen einen physikalischen Körper. Magie ist außer Kontrolle geraten. Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde. Das habe ich mir dabei nur gedacht. Wir sind erledigt. Ich fürchte, wir stecken in schlimmen Schwierigkeiten. Folgen wir jetzt erst einmal dem Befehl der Königin und gehen nach Rotun. Wir müssen sowieso diese rasenden Elementare untersuchen. Die Königin war noch beeindruckender als in den Geschichten über sie. Sie halte meinen Großvater praktisch im Handumdrehen. Rotun, was das wohl für ein Ort ist. Ich kann einen Besuch kaum abwarten. Ich muss der erste Bambiri sein, der den Turm der Königin betritt. Ich habe gehört, dass es dort einen entsprechenden Wal geben soll. Ist das wahr? Okay, wir besuchen den reisenden Händler oben rechts. Oben links, Entschuldigung. Schön hochklettern. Hat was von Tomb Raider. Was hast du denn im Angebot? Karte, ja, kann man immer nehmen. Auch Beziehungs-Items. Und das Lied von Rotun, ja, das können wir auch nicht. Und hier das, ich glaube, den Abenteuer verlernt, das haben wir schon, genau. Können wir das lernen? Lied von Rotun hinzugefügt. Da ist übrigens auch direkt beim Händler an dem Baum ein Mokoko-Samen. Die sind alle so aggressiv, passiv-aggressiv. Okay. Und das war's auch schon für heute mit Folge Band 10, Folge 1, Kapitel 1, 10.1. Legendäre Skins springen, ja, Ulala, das Gefühl mit den legendären Skins. Und dann sehen wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge, wie immer freitags auf diesem Kanal, zu Kapitel 2, Rotun, der Hauptstadt. Ja, laufen wir ein bisschen, gucken mal ein bisschen, schauen mal ein bisschen. Und ansonsten gerne auch auf den anderen drei Kanälen, Exocon Main, den deutschen Hauptkanal, und Exocon Games und Exocon Into Space, den englischen Kanälen. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns zu einem anderen Projekt hier bei mir. Oder wo auch immer ihr euren Spaß und Freude auf YouTube findet beim Zuschauen. Bis dahin, euer Exocron.